Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen How-To. Wenn ihr mich schon länger kennt, dann wisst ihr, dass ich gerne und regelmäßig Sport mache. Und deswegen zeige ich euch heute mal, wie ich meine Haut und meinen Körper vor, während und nach dem Sport pflege. Weil ich beim Sport natürlich schwitze, entferne ich vorher mein Make-up. Beim Schwitzen erweitern sich nämlich die Poren und die Haut wird stärker durchblutet. Trage ich dann auch noch Make-up, dann kann der Schweiß nicht richtig austreten und die Poren werden verstopft. Das kann dann natürlich zu Pickel führen. Deswegen denkt immer daran, euch vorher gründlich abzuschminken. Dafür verwende ich die 5-in-1 erfrischenden Reinigungstücher von BB. Die sind super easy anzuwenden, passen auch in jede Sporttasche und damit bekommt ihr euer ganzes Make-up gut von eurer Haut. Ich weiß, am Anfang ist es gar nicht so leicht, ohne Make-up Sport zu machen, aber denkt dran, für eure Haut ist das wirklich das Beste. Wer aber so gar nicht ungeschminkt Sport machen will, dem kann ich diese Mascara hier empfehlen. Das ist die Number One Mascara von Trend It Up und die ist auch wasserfest. Das heißt, eure Haut kann einfach beim Sport atmen, aber ihr seid auf jeden Fall ein bisschen mehr geschminkt und das Ganze verschmiert auch nicht. Wichtig ist beim Sport natürlich auch, dass ihr eure Haare aus dem Gesicht macht, denn über die Haare in eurem Gesicht können natürlich Bakterien und Schmutzpartikel auf eure Haut kommen, was natürlich auch Pickel begünstigen kann und ihr greift euch wahrscheinlich auch öfters dann ins Gesicht, um die Haare zurückzumachen. Das ist natürlich auch nicht das Beste, um Pickeln vorzubeugen, deswegen die Haare am besten immer in einen Zopf und zurückmachen. Ganz wichtig ist auch, dass ihr die Haare vorher gut durchkämmt, denn so beschädigt ihr sie beim Zusammenstecken nicht. Ich benutze dafür einfach von Ebelin diese kleine Bürste, die ist sehr handlich und erschwert auch meine Sporttasche nicht. Beim Sport verwende ich immer ganz gerne ein Haarband wie dieses von Ebelin und mache mir dann ganz gerne noch einen Pferdeschwanz. Bei den Haargummis achte ich auch immer darauf, dass die meine Haare nicht kaputt machen. Die hier sind zum Beispiel ohne Metallteil und wirklich super schonend für die Haare. Dann trage ich vorher natürlich auch noch gerne Deo auf. Das hier ist jetzt das Soft & Lovely Deo. Das riecht auch wirklich sehr gut. Außerdem ist es auch ohne Aluminiumsalze und hinterlässt keine Flecken auf eurer Kleidung. Deswegen ist es wirklich perfekt für den Sport. Dann kommen wir jetzt mal zur Pflege während des Sports. Da gibt es eigentlich nichts großartig zu beachten, außer dass ihr natürlich genug trinkt. Am besten ist auf jeden Fall Wasser. Aber was ich euch auch empfehlen kann, ist dieses Kokoswasser hier von DM Bio. Ich finde, das erfrischt nochmal so ein Ticken mehr. Und vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwelche Tipps, was euch beim Sport erfrischt. Dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und nun zur Pflege nach dem Sport. Nach dem Schwitzen heißt es natürlich erstmal duschen. Und da ist es wichtig, dass ihr erstens nicht zu lange und auch nicht zu heiß duscht, denn das kann die Haut austrocknen. Um dem entgegenzuwirken, kann ich euch das Granatapfel-Smoothie-Duschgel empfehlen. Das riecht natürlich sehr gut und versorgt eure Haut auch mit Feuchtigkeit. Wenn ihr aber noch ein bisschen mehr Spa-Feeling wollt, dann probiert doch auch gerne mal eine Maske wie die BB Beautiful Hautbildverschönernde Reinigungsmaske. Die müsst ihr einfach nur 60 Sekunden unter der Dusche einwirken lassen und sie verfeinert die Poren und sorgt für ein strahlendes Hautbild. Nach dem Duschen heißt es erstmal eincremen. Dafür verwende ich die Soft Body Milk. Die pflegt nämlich eure Haut intensiv und versorgt sie 24 Stunden mit Feuchtigkeit. Und für mein Gesicht nehme ich die Anti-Pickel-Feuchtigkeitscreme, denn die hilft es, Pickeln vorzubeugen und versorgt eure Haut ebenfalls mit Feuchtigkeit. Wie ihr wisst, mache ich wirklich regelmäßig und auch schon seit Jahren Sport. Deswegen habe ich nochmal meine 3 persönlichen Tipps für euch, die euch hoffentlich auch noch so ein bisschen beim Sport und der Motivation weiterhelfen können. Mein erster Tipp wäre es mal, anstatt Musik auch Podcasts zu hören. Die unterhalten mich zum Beispiel viel besser und ja, gehen oftmals sogar eine Stunde oder noch länger. Und wenn ich laufe, finde ich das immer total unterhaltsam, mir auch mal Podcasts zu verschiedenen Themen anzuhören. Tipp Nummer 2 wäre es auch, wirklich auf sich und seinen Körper zu hören. Es gibt Tage, da bin ich total motiviert und da kann ich echt eine Stunde durchpowern. Aber an anderen Tagen, da fühle ich mich einfach nicht so krass motiviert und da freue ich mich auch, wenn ich mich einfach dazu überwinden kann, mal so ein kurzes Workout zu machen. Und danach bin ich trotzdem stolz auf mich, weil ich wirklich einfach irgendwas gemacht habe und versucht wirklich so ein bisschen durchzuwechseln, denn dann wird Sport auch nicht zu einer langweiligen Routine, sondern es bleibt auch immer spaßig. Tipp Nummer 3 ist es auch, dass man sich nach dem Sport eine kleine Belohnung gönnt, wie zum Beispiel so ein Proteinriegel. Das ist jetzt der Sportness Eiweißriegel mit Crispy White Chocolate und es schmeckt wirklich richtig lecker und unterstützt euch auch noch beim Muskelaufbau. Und ist wirklich so ein super Snack auch für die Handtasche. Und ich hoffe, dass die Tipps euch weitergeholfen haben. Ihr könnt ja gerne mal eure Tipps noch in die Kommentare schreiben, was euch so zum Sport machen motiviert. Ansonsten vergesst auch nicht, das Glöckchen hier zu aktivieren. Dann bekommt ihr immer Push-Benachrichtigungen, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Erfolg beim Sport und bis zum nächsten Mal. Tschüss!